Moin ihr Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute Weihnachtswitze. Sagt die Großmutter zu ihrer Enkelin, du darfst dir zu Weihnachten von mir ein schönes Buch wünschen. Oh fein, sagt die Enkelin, dann wünsche ich mir dein Sparbuch. Treffen sich zwei Blondinen, sagt die eine, dieses Jahr fällt Weihnachten auf den Freitag. Oh mein Gott, hoffentlich nicht auf den 13. Eltern zu ihrem Kind, du sollst uns doch nicht anlügen, Kind, sagt das Kind. Ich soll euch nicht anlügen, ich sage nur Weihnachtsmann, Osterhase, Nikolaus. Am Tag vor Heiligabend sagt das kleine Mädchen zu seiner Mutter, du Mami, ich wünsche mir zu Weihnachten ein Pony. Darauf die Mutter, na gut, mein Schatz, morgen gehen wir zum Friseur. Was ist die schwierigste Aufgabe des Vaters zu Weihnachten? Den Kindern klar machen, dass er der Weihnachtsmann ist und der Frau klar machen, dass er es nicht ist. Treffen sich zwei Frauen, sagt die eine, ich war mit meinem Mann gestern auf dem Weihnachtsmarkt, sagt die andere. Und, bist du ihn losgeworden? Welche Nationalität hat eigentlich der Weihnachtsmann? Antwort: Nordpole. Das war's für heute. Macht's gut, bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was.